Hallo und recht herzlich willkommen zurück zum Großen Preis von Österreich. Ja, heute steht einiges an. Ein paar Sachen müssten heute fertig werden. Externes Training, zweiter Fahrer, das kriegt er natürlich. Jawohl. Passt. Nachrichten, hoher Kontostand. Ich weiß, dass wir einen hohen Kontostand haben, aber es hat auch einen Grund, dass wir einen hohen Kontostand haben. So, null ungelesene Nachricht. Das glaube ich nicht. Ich wollte gerade sagen, wir holen uns hier mal kurz die Trophäen noch für den Kanada Grand Prix ab. Und dann müssen wir trotzdem mal in die F&E reinschauen. Und dann sehen wir nämlich, dass wir eigentlich ganz gut dabei sind. Mercedes übernimmt hier die Führung. Red Bull auf 2. McLaren ein bisschen näher an uns rangekommen. Williams wieder hinter Alpha Tauri. Die haben ihren Vorsprung wieder verspielt. Ja, so, jetzt können wir, jetzt können wir auch mal schauen, wer ist denn im ersten Rennen eigentlich Dritter geworden? Verstappen war zweimal auf dem Podium mit uns, genau. Okay, gut, dann wissen wir das auch. Die Strecken, die noch kommen, sind gut. Was haben wir da wieder reingeschaltet? Wieder irgendwas, das wir nicht brauchen, ne? Ja. Auch wenn die Lackierung an sich nicht hässlich ist. Das Farbschema ist nicht schlecht. Ist jetzt aber auch nicht schön. 52, 240, 135, 52. Das ist fast Goldton, oder? Grün ist das nicht. Boah, ist das unser Grün? Sondern weiß machen. Oh, das wird in dem Fall hier Silber. Also müsste schwarz sein. Das oben schwarz machen. Das weiß. Und die Linie auch schwarz? Auch schwarz. Ja gut, brauchen wir nicht. So, wir wollen weitermachen. Fahrzeug, das passt alles. Ein Rennen haben wir noch. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Hey, danke, dass du dich darum gekümmert hast. Getriebe erstmal übernächstes Mal machen. Aktuell können wir hier nichts mehr machen. Selbiges gilt für hier und selbiges gilt für da. Das heißt, wir rutschen jetzt dahinter und sagen: Please. Ach, stopp mal. Wir müssen es riskieren. Dass es vielleicht vor Österreich fertig wird. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertig geklappt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Nice one. Vor allem ist es völlig egal, was wir machen. Also können wir, bauen wir es normal aus. Passt. So. 16 Millionen haben wir. Weiter. Österreich, wir kommen. Genau, und ich glaube, wir müssen mal nachschauen, ob irgendwas hier F&E-mäßig. Warum wir Ferrari hier über McLaren geführt? Obwohl sie da noch nicht vorbei sind. Ich weiß es nicht. Aber gut. Zum Rennwochenende. Österreich ist calling. Auf geht's.
So. Qualifying bewölkt, das ist natürlich nicht so nice. Da können wir jetzt natürlich reinschauen. Oh, die haben ganz schön, die haben auch nochmal hier, sind noch ein bisschen ein paar Stufen weggegangen von uns, gell? Wir können noch nicht so weit upgraden. Wir können unser Auto noch nicht so weit upgraden wie die anderen. Das heißt, wir stehen da jetzt ein bisschen. Stopp, so, genau. Wir stehen jetzt da ein bisschen. Wenn die anderen sich upgraden, kommen wir nicht aktuell nicht voran. Das ist ein bisschen scheiße. Wortwörtlich. Das ist ein bisschen scheiße. Aber die anderen natürlich jetzt näher kommen, sowohl McLaren als auch Ferrari. Und die anderen zwei entwickeln sich weg von uns. Müssen wir schauen, dass wir jetzt hier, ja, ein bisschen was machen. Training 1 in Österreich. So, das wird das echt gut. Streckenakklimatisierung, auf geht's. Wie gesagt, wir kennen die Strecke. Es ist kein Hokuspokus, der uns hier erwartet. Wirklich einfach, dass wir hier die Strecke erkunden. Testen, ob irgendwas Neues, was ich nicht glaube. Ich hoffe. Try to nail as many corner gates as you can. The faster you get through each corner, the higher the score. You'll need to deploy your DRS in the DRS zone as well. Let's go. Eine Runde auf dem DRS zone is coming up. A1 Revue. Oh, klar, wieso nicht? Fährst du die erste Kurve ein bisschen so an, wie sie alle anderen auch anfahren und zack, verpasst dann wieder einen Punkt. Goal is to get through as many corner gates as quickly and precisely as possible. Best of luck out there. Approaching the DRS zone. Watch your MFD for the activation point. Das kann, das ist doch, ich glaube, das liegt am Reifen. Ohne Witz, das ist ein Witz. Gesehen, wie weit der, ich hab runtergebremst, habe gesehen, wie weit der uns rausgetragen hat, dieser Reifen gerade. Okay, your goal is to get through as many corner gates as quickly and precisely as possible. Remember to activate your DRS in the DRS zone as well. DRS zone is coming up. Get ready to open it. Distance is on your MFD. Stuff. You've pretty much nailed this circuit. This is a really strong foundation to build from over the weekend. Minutes until rainfall expected. 5 minutes until rain.
Fantastic. You obviously have a minimal hinter. Minimal hinter. Good understanding of this circuit. Da fehlt ja wirklich nicht viel. 0,062. Jetzt ist es eh gleich vorbei mit den schnellen Runden. I've had a chat with the R&D team about the new car parts and we're happy that they've been integrated into the car, okay? With any luck, you'll be able to feel the improvement. So give them a try. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch. Vielleicht Medium, Hard, Soft. Was? Irgendwas stimmt da mit der Reifenfolge nicht, ne? Sehr interessant. Na gut, testen wir mal, wie es im Qualifying ist. Bin sehr gespannt tatsächlich, was jetzt gleich passiert. Wie gesagt, wir wollen Carlos eigentlich schon schlagen, wir wollen hier schon Weltmeister werden, so ist es nicht. $1,758, das ist immer noch auf dem Arsch, ja. Natürlich. Ich wollte jetzt irgendwie klaren. Vielleicht hilft er ein bisschen nach. Wie ich jetzt nicht glaube, leider. Ich glaube, dass er gerade auf einer schnellen Runde ist und die gleich beendet. Fast. Dankeschön. Der war gut. Wer auch immer von euch beiden das war, in Orange. Ich sehe schon, Porsche und McLaren haben hier richtig gute Connections. Wow. Perez mit einem 1.02, der ist ja minimal schneller. Minimal als Albon. Oder ein bisschen schneller. Freie Strecke, auf geht's. Dann kann natürlich sein, dass auch die Mercedes wieder zurückkommen, was Tempo und Speed angeht.
Ja, da haben wir ein bisschen was rausholen können. We've only got 2 laps of fuel left. Schnell ist das 2. Sektor. Vorbei an Perez. Für den Rest reicht es aber nicht. Da wäre mehr drin gewesen nochmal. Müssen wir schauen, dass wir es vielleicht nochmal hinkriegen. Weil das ist da ist noch mehr drin. Das ist so knapp da vorne. Das ist so knapp. Da 0,2, ja. Stehen wir auf 3. 2 vielleicht sogar. Erste Reihe. Raus. Letzte Chance. Morris auf die 5 gekommen. Wir reden hier von so wenig. Das sind wirklich Tausendstel, um die es hier geht. Das ist so wenig, um das es hier geht. Das ist brutal. Und wie gesagt, das, was wir jetzt hier gerade fahren. Entscheiden wir am Ende über Pole Position und nicht Pole Position. Wir haben jetzt 2-mal lila. Dreimal lila, das könnte reichen. Oh, ist das knapp. Das ist wieder sauknapp mit Carlos wahrscheinlich. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Hamilton, die ersten 4 Autos. Mit dem Ende des Qualifyings 0,1 Sekunden. Nun komplett weniger ist 0,1 Sekunden. Mit dabei, das ist nicht mal. Ein das ist schon zu viel. Event. Boah. Und dann Verstappen auch noch mit 0,1. Brutal. McLaren 6-7 ist so stark. Verstappen ist der einzige Red Bull-Pilot da vorne reingefahren. Das ist richtig stark. Ferrari auf 8 und 10. Giovinazzi auf 15, das ist stark. Boah, Alter. Alter Verwalter. Das wird wieder ein Rennen. Das wird wieder ein krasses Rennen. Das ist ein richtig krasses Rennen. Na gut, wir werden sehen, wie es morgen läuft. Wir werden es sehen.
Die Mercedes werden unser Gegner sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sagt Charmant V. Und wir sehen uns morgen zu 18 Runden auf dem Red Bull Ring. Bis dahin, Charmant V, bleibt gesund. Wir sehen uns.